nur wenige Jahrzehnte her. Da durften Männer den Arbeitsvertrag ihrer Frau kündigen. Da durfte die Frau nur mit der Unterschrift ihres Mannes ein Bankkonto eröffnen. Ja, ich sehe das Blitzen in den Augen bei einigen Männern. Das waren noch Zeiten, Jungs. Und wie ist es heute? Frauen entscheiden heute selbst. Und das ist auch gut so. Liebe Escher, auf diese Errungenschaft, sie hat lang genug gedauert, da gibt es keinen Rabatt, weder religiösen noch kulturellen. Und mir ist es egal, woher jemand kommt. Entscheidend ist, wo jemand steht, auf dem Boden des Grundgesetzes. Deshalb sage ich an alle Fundamentalisten, die ihre Frauen und Töchter nur leben lassen, wie sie es als Männer wollen. Wenn ihr den Anblick von Frauen in der Öffentlichkeit nicht ertragt, zwingt sie nicht in die Verschleierung. Ich habe da einen viel besseren Vorschlag. Nehmt ihr doch eine Augenbinde, dann klappt's. Wer Frauen in der Öffentlichkeit verhüllen will, Frauen nur toleriert, wenn sie kleinlaut und still, ihnen wegen des Geschlechts die Hand nicht geben, ihre Söhne über ihre Töchter erheben, all denen, die zu uns gekommen, sag ich frei und unbenommen, wer hier in Freiheit leben will, lebt unser Recht, nicht wie er es will.